Eine böse Überraschung nach dem Urlaub wird jetzt zum Einsatz für Hanna Becker und ihren Kollegen Stefan Sendera. Moin! Was ist denn das Problem? Guck mal hier. Hallo, was ist das Problem? Die Party da oben in dem Laden. Entschuldigen Sie mal, ich komme gerade aus dem Urlaub. Ja. Und dann stehen die hier. Hallo, hier wird jetzt nicht irgendein Scheiß gespielt. Hören Sie mal auf damit. Sie haben ein cooles Karnevalskostüm. Halt doch mal die Klappe! Komm mal her. Wir gehen jetzt erstmal hier von der Straße weg. Hey, komm, wir gehen erstmal. Hallo. Fußball. Wo kommen wir denn? Mein Bier noch. Komm mal mein Bier davon. Wir werden direkt der Fans dabei. Ja, okay. Ohne in diesem Haus. So, wir bleiben da. Die Flasche weg. Flasche weg. Die Situation ist unübersichtlich. Stefan Sendera und seine Kollegin Hanna Becker versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen. Ist das Ihre Wohnung? Ja, ich glaube, du hast eingebaut. Das kann gar nicht sein. Ich war im Urlaub. Ich bin heute erst gerade wiedergekommen. Okay. Was für eine Party, bitte? Sag mal, habt ihr Party? Keine Ahnung, wir sind eingeladen. Kennen Sie die Herrschaft? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich sehe sie zum ersten Mal heute. Was für eine Party denn? Okay, wir klären das mal eben, ja? Wieso? Wir haben eine Party gemacht. Wo sind wir? Mit der Party ist jetzt erstmal hier kurz Schluss. Oh, für Sie beide, Ansage. Die Blumen kommen jetzt erstmal von der Straße. Einmal noch. Die Blumen kommen jetzt von der Straße. Kommen wir nicht zwei gegen zwei machen? Nein, können wir nicht. Polizei gegen Volk. Nein, das ist jetzt hier Feierabend. Blumen von der Straße sammeln. Die Polizisten beschäftigt, was genau in der Wohnung vorgefallen ist. Fest steht, es ist ohne das Wissen der Mieterin passiert. In Anbetracht der Lage, wie Sie sich hier verhalten, wir lernen jetzt gleich Ihre Personalien. Ich mache das ungern, aber ich bringe Sie jetzt erstmal wieder zurück auf die Party. Was haben wir denn gemacht? Was haben wir gemacht? Wir haben ein bisschen gekegelt hier. Ja, aber wir würden ja auch gerne wissen, wer Sie eigentlich sind. Das heißt, Sie können schon mal Ihre Personalien zücken. Basketball spielen können wir später machen. So, ich will aber jetzt auch hoch in die Wohnung. Sie kommen bitte mit. Laut Aussage der beiden betrunkenen Männer wurden sie zu einer Party in die Wohnung der jungen Frau eingeladen. Für die Bewohnerin ist das allerdings völlig unerklärlich. Wie lange waren Sie denn jetzt im Urlaub? Ich war 3 Wochen im Urlaub. Ich hätte eigentlich morgen erst zurückkommen sollen. Ja. Und bin einen Tag früher gekommen. Wer hat denn alles einen Schlüssel in die Wohnung? Eigentlich nur meine Eltern, aber die wohnen in der Eifel. Ja. Und meine Nachbarin, aber die ist selbst im Urlaub. Also, okay. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Wer hat Sie denn reingelassen in die Wohnung? Der Patrick auch. Ich kenne keinen Patrick. Das kann nicht sein. Ihr müsst hier rein. Keine Ahnung. Patrick. Den wollen wir kennenlernen, ne? Ja. Ich habe ein bisschen Angst, die Tür aufzumachen, meinen Sie? Wir gehen vor. Dann gehen Sie bitte zurück. Wir gehen erstmal vor, Sie warten bitte hier, ja? Ich verpisst euch einfach. Sie bleiben auch erstmal ruhig. Wir machen nichts. Seid mal ruhig. Warten wir mal ruhig. Wir machen nichts. Das geht doch nicht. Wir klären das erstmal. Hören Sie mal auf zu spielen, bitte. Das ist jetzt erstmal Feierabend. Das gibt's doch nicht! Die Bewohnerin ist außer sich. Wildfremde Menschen amüsieren sich in ihrer Wohnung und haben eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Ey, ich glaub's nicht! Ganz ruhig. Raus, das ist mein Schlafzimmer. Wer seid ihr verdammt nochmal? Sind Sie der Patrick? Hau ab hier! Frau Herb. Ey, das gibt's doch nicht. Frau Herb, kommen Sie mal bitte mit. Kommen Sie mal mit. Hanna. Ist das dieser Patrick? Nimmst du die Frau Herb mal? Ja, kommen Sie mal eben raus. Klärst du mal eben? Ja. Okay. So, schönen guten Tag. Sendera mein Name. Wir sind gerufen worden wegen einer Ruhestörung. Hier scheint einer eine etwas größere Party abzuziehen. Ich weiß nicht, was sich hier abspielt. Ja, hier haben Sie den satanischen Weihnachtskalender ausgepackt und hier alles in die Luft gejagt oder was? Nee. Das sieht hier unmöglich aus. Und die Dame, die hier eigentlich wohnt, die sagt, sie kennt sie gar nicht. Das heißt, ja, das wie sind Sie in die Wohnung gekommen? Die Schwester von meiner Freundin, aber... Die Schwester? Ja. Von Ihrer Freundin? Ja. Von der Sonja. Und die hat einen Schlüssel oder was? Oder wie sind Sie hier reingekommen? Nee, mit der Schwester. Also die war jetzt im Urlaub. Ich wusste jetzt auch nicht, dass die jetzt zurück ist. Also eigentlich kommt die erst morgen wieder. Von der Schwester der Bewohnerin fehlt allerdings jede Spur. Plötzlich dringen Hilfeschreie aus dem Badezimmer. Hallo? Ich kann nicht mehr. Hallo? Wer ist da? Wer ist da drinnen? Hier ist die Polizei. Okay, sind Sie dort eingesperrt? Sie können die Tür nicht von innen öffnen, ist das richtig? Ja. Okay, dann gehen Sie jetzt mal bitte von der Tür weg. Wir öffnen die Tür, ja? Frag mal, ob einer der Anwesenden hier einen Schlüssel hat, sonst würde ich die eintreten. Hat irgendjemand den Schlüssel für die Toilette? Was für ein Schlüssel? Stress doch mal nicht. Warte mal hier.
Was denn da? Hallo! Ist das der Schlüssel für die Toilette? Das ist mein Schatz! Ja, wir versuchen es. Hallo! Erstmal. Was geht denn? Im Badezimmer finden die Beamten die völlig verstörte Schwester der Bewohnerin. Von der Eskalation in der Wohnung hat sie offenbar nichts mitbekommen. Patrick hat Geburtstag. Wer ist dein neuer Freund? Wir sind erst wie dein neuer Freund? Ja, ich hab's dir noch nicht erzählt. Ich weiß. Wir sind erst seit ein paar Wochen zusammen und der wollte Geburtstag feiern. Sonja. Mann, ich hab den Schlüssel von Mama mitgelassen. Aber hast du einen Knall? Du musst mich doch vorher fragen. Du kannst doch nachher in meine Wohnung kommen. Aber du hättest nie Ja gesagt. Ey, hast du gesehen, wie meine Wohnung aussieht? Hast ja, du ich weiß, ich wollte die alle rausschmeißen. Bitte, bitte, nimm sie mit. Die Party ist zu Ende. Sie können schon mal eben hier vor der Tür warten. Weil wir gehen um das Spiel mit. Nein. Ich wollte auf Toilette, weil die alle nicht auf mich gehört haben. Die Ausweise und dann wollte ich jemanden anrufen. Und dann hat mich irgendwer ins Bad geschubst. Fest steht, jemand wollte die junge Frau bewusst aus dem Weg räumen. Stefan Sindera vernimmt die restlichen Partygäste, um das Rätsel zu lösen. Ich frage jetzt mal, hallo Sie, Gitarrenkünstlerin, haben Sie mitbekommen, wer die Dame eingesperrt hat im Badezimmer? Nö, ich bin ja hier am Party machen. Okay, haben Sie mitbekommen, wer die Dame eingesperrt hat? Okay, und der Herr Patrick, wie heißen Sie weiter? John. Herr John, haben Sie mitbekommen, wer Ihre Freundin eingesperrt hat auf der Toilette? Ahnung, wir waren da vorne. Ja, klar. Okay. Ich weiß wirklich keine Ahnung. Wie kannst du mit so einem Typen überhaupt rum? Wie kann man nicht so naiv sein? Wir werden das Ganze beanzeigen wegen Hausfriedensbruch. Ja. Dann haben wir natürlich eine Sachbeschädigung, ich glaube in nicht unerheblichem Maße. Also die haben Sie auch mutwillig herbeigeführt, also wird auch keine Haftpflichtversicherung oder sonst was für aufkommen. Ja, können sich auf eine saftige Rechnung gefasst machen. Ob Ihre Freundin... Hallo! Ist wie auf dem Ententeich, oder? Also, ganz ruhig. Ob Ihre Freundin noch was mit Ihnen dann zu tun haben will, weiß ich nicht. Sieht jetzt nicht so aus, ne? Zumal Sie sich hier mit einer anderen Frau vergnügt haben. Ist aber auch nicht mein Bier, ist mir auch egal. Wir sind nicht an privaten Geschichten interessiert. Da sind Animositäten zwischen den Einzelnen oder da ist eine Affäre. Wenn das nicht zum Sachverhalt und zur Klärung eines Sachverhalts beiträgt, interessiert uns das nicht. Dann frühstücken wir die Geschichte so schnell wie möglich ab und lassen die Leute dann in Ruhe und dann können sie ganz in Ruhe alles da ausdiskutieren. Herr Kahn. Also, Sie machen die ganze Lage nur für sich schlimmer, wenn Sie jetzt weiter lügen. Ja. Also Ehrlichkeit wird von uns als Polizei honoriert. Du hast bei Ihnen den Schlüssel gefunden, ne? Ja. Nein, ich habe doch keinen Schlüssel gehabt. Ja. Okay. Also wir können das Spiel jetzt so weiterspielen. Ja. Dann haben Sie eine Einladung auf eine Fahrt gewonnen. Ja. Zu unserer Wache? Ja. Wollen Sie da hin? Nein. Ja, dann sagen Sie doch die Wahrheit. Ja, ich hab den Schlüssel gehabt, weil... Die hat so rumgestresst. Ich wollte Party machen und ständig kam die dazwischen und... Ja, hat halt genervt und die Party war halt so geil im Gange und dann kam auch noch ihr. Genau, und dann haben Sie sie eingesperrt. Ja. Okay, wenn Sie das noch in Ihrem Rauschzustand wahrnehmen können, das nennt sich Freiheitsberaubung. Das ist in Deutschland eine Straftat. Das werden wir aber anzeigen. Das heißt, da wird nochmal Post von der Staatsanwaltschaft kommen. Ja, ist wirklich so. Glauben Sie mir. Aber die war doch voll Antiparty und so. Das hier wird niemand in irgendeiner Toilette eingesperrt. Ja, ist ja gut. Schreien Sie mich doch nicht an. Bin ich da eingesperrt? Wir müssen Sie jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Würde ich auch ungern machen. Aber es gibt dann Post von der Staatsanwaltschaft. Und da dürfen Sie sich nicht drüber wundern. Ne? Und so Sachen, Leute einsperren, das macht man nicht. Fragen Sie nochmal Ihre Mutter. Ne? Das macht man nicht. Das ist böse. Für den betrunkenen Gast hat seine Tat Konsequenzen. Ob sich auch die Veranstalterin der Party vor Gericht verantworten muss, hängt jetzt von ihrer Schwester ab. Wenn wir jetzt dem Hausfriedensbruch und der Sachbeschädigung nachgehen, dann sind das Antragsdelikte. Okay. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, es ist Ihre Schwester, wir sollen nicht gegen Ihre Schwester und den Freund ermitteln, dann machen wir das nicht. Das hängt jetzt wirklich an Ihnen. Ich möchte schon, dass Sie gegen diese Leute hier ermitteln, natürlich nicht gegen Schwester. Ja, aber Ihre Schwester ist der Verursacher. Siehst du, was du angestellt der Verursacher des Ganzen. Das heißt, Sie und Ihr Freund, der Herr John, die sind für uns verantwortlich. Und wenn ich Sie Herr John hat den Schlüssel ja nicht geklaut, ne? Das haben Sie ja ein bisschen zusammen gemacht. Wenn ich meine Schwester erstatte und Ihren Freund, wer kommt dann für den Schaden auf? Das muss ich dann machen. Würde ich das dann machen müssen? Oder Sie sagen, hier Ihre Schwester privat mit Ihrem Freund einigen Sie sich darauf, dass Sie ihr das Geld geben und wir lassen das ohne Anzeige. Aber das hängt an Ihnen. Das muss ich mir echt überlegen. Also, merkst du, was du angestellt hast? Ja. Hast du mir mal die Wohnung? Tut mir so leid, ich weiß. Schalt doch mal deinen Kopf ein, Mädel. Vielleicht können Sie das auch so klären. Wie kann man so naiv sein? Ansonsten für die Strafanzeige, Sie haben noch 3 Monate Zeit, einen Strafantrag zu stellen. Dann komme ich zu Ihnen einfach. Sie können sich das nochmal überlegen, genau. Gut, dann sind wir nämlich jetzt hier raus. Genau, dann haben wir alles. Dann war es das erstmal von uns. Vielleicht räumen Sie hier noch ein bisschen auf, ne?
Nach reiflicher Überlegung hat die Bewohnerin beschlossen, keine Anzeige gegen ihre Schwester zu erstatten. Die hat sich umgehend von ihrem untreuen Freund getrennt.